Ciao, Gilamesh. Sam, du bist einfach der Beste. Ich dachte schon, ich sehe die Sonne nie wieder, aber du hast es geschafft. Jetzt trennt uns nur noch dieser Palast vor uns vom Turm von Babylon. Schaffen wir es? Schaffen wir es? Natürlich schaffen wir es. Tut mir leid, klinge ich wie ein aufgedrehter Cheerleader. Ich habe mich von meiner Begeisterung mitreißen lassen. Jo, wir schaffen Oh, Dämon. das. Ist ein Sam, der das der Dämon. gewartet hat, der Dämon, ist er ist. Keine Ahnung. Ah, ich auch schon. Da ganz weit Nope. und das Rappi bei mir ist mit seinem Falkenauge. Und mal hier. Beim Rabbi gibt wieder Fang, oder? Ah ja, Lina. Junge, habe ich die Schaden gefressen. Jawohl. Oh Gott. Oh, noch Vögelchen hier. Ja, ich sterb gleich wieder. Na je. Besonders, wenn ich ins Geschoss reinlaufe. Ja, jetzt machen wir nicht besser. Hallo, ich ziehe hier gerade auf einen grünen etwas. Faker, kannst du mich nicht einfach so super versalzen? Ah, noch über uns. Oder ich bewerf dich mit einer Kartoffel. Wenn in der Suppe zu viel Salz gelandet ist, soll man da eine rohe Kartoffel reinschmeißen. Das saugt in das Salz auf. Habe ich zumindest gelesen. Ja. Ja! Jetzt sind wir noch Gegner. Oh je. Hühnchen und Schreihälse! Hallo Hühnchen! Wow, wunderschön weggeflogen. Wie er sich instant von dir weggedreht hat und in meine Richtung, nur weil ich einen Raketenwerfer mit ihm beschieße. Wow. Wow. Ah, und davon ist die Bowlingkugelwaffe in der Ah, Mitte. hier. Da vorne in der Mitte. Bowling! Und Lebenskraft. Das Rappi gerade auf meinem Kopf gesprungen. Sorry. In dem Moment, als ich springen wollte. Ja, wir sind ja serious. Sind wir das? Ich weiß gerade, dass ich meine Tasten nicht treffe. Darauf, wie gerade die ganze Arbeit mit dem Wegknallen macht. Fast das Ganze. Was noch bei dich? Gefällt nicht, dass ich hier Riesenhühnchen höre. Gleich passiert bestimmt irgendeine Apokalypse. Look, enough lead for everybody. Oh. Oh mein Gott. Ja, draußen sind mega Hühnchen. Gleich rausgehen mit dem Raketenwerfer schicken. Faker kommen auch noch angelaufen. So, der große Oschi ist weg.
du mal die Dämonen nicht ausschieben. Ich hab noch 4 Leben. Das sieht sich gut an. Mal gucken, wie lange ich durchhalte. Mit den 4 KP. Das war nicht so lang. Oh je. Autsch. Ja. Man kann von hier aus den Sieg jetzt erreichen, aber nicht bei dem Kampfgetümmel. Wir müssen bauen nämlich das Scharfschützengewehr. Ach je. Stimmt, Granaten haben wir auch noch. Vergaß. Mal ein bisschen die ganze Fläche verminen. Ich benutze Granaten so selten, weil ich mich damit gerne in die Luft springe. So ist, als ich die Waffe zum ersten Mal im ersten Teil bekommen habe, im ersten Encounter. Hm. Das hat keinen guten Eindruck gemacht. Noch 10 Leben. Hilfe! Ganz zerrissen. Hallo, Spawn Protection, geh weg. Oh je, ich will Bullen. Oh, seine Leiche hat mich überrannt. Hilfe. Okay, ich pack die Bowlingkugel aus. Oh, hinter uns sind Sachen gespawnt. Raketenmunition und Maschinengewehrmunition. Oh, ein Ziel ist Schaden. Oh, jetzt haben wir Zeit. 10 Leben, Rappi. Nee. Keine Sorge, gleich kommen Superherz. siehst du den Torbogen auf dem Seil zwischen beiden Minaretten? Der ist schon wieder so ein Bullseye. Flatsch. Hey! Herz ist weggeflogen, nein. No. Das war fast die Taste, die ich wollte. Oh Gott. Oh Mann. Das ist ein Krieg hier. Definitiv. Das alles ohne Schaden zu nehmen. Und ist klar! Hilfe! Schicken, ja. Kann dir nicht helfen. Hier ist nicht mehr zu helfen. Wo hab ich denn noch Munition? Raketenwerfer. Hallo? Mr. Kürbis? Stop it! In der Luft zersmasht. Ich hätte gern ein paar Munitionspakete.
Ja, ich habe gerade noch für Rapi-Munition. Und Nahbahnwerfer. Boy, weggepustet. Ach, das war sogar das große Chicken. Ich dachte, das wäre der Dämon gewesen, der mich weggepustet hat. Okay, das war auch Chicken. Mhm. Ach. Da haben wir Flammenkugeln verdient. Ich habe noch Schrotti, Flamme, Rappi und Bowling. Stimmt, ich habe Rundkugeln gar nicht benutzt. Da habe ich vergessen, dass ich schaffe. Oh, hinter uns. Oh nein. Rundkugeln. Verdammt, der Gurnensee. Oh, Vögelchen. Auf die können wir jetzt keine Rücksicht nehmen. Kein Problem, ich hab schon weggegoogelt. Mr. Dämon, hör auf, Rapi Feuer unterm Hintern zu machen. Das ist meine Aufgabe, ne? Oh, Vogel. Das war jetzt gerade so ein typischer Minecraft-Schuss. Du ziehst mit dem Bogen. Vögelchen hinter dir. Willst einen Creeper oder so abschießen und dann fliegt eine Fledermaus voll in deine Schussbahn. Und ich habe nur noch zwei Leben. Okay. So, tun wir das, Babel. Sollen wir machen oder können wir es mehr? Ich habe noch Energie. Ich hätte nur gerne Munition! Naja, am Anfang des Jahres. Oh, nice. Wenn wir vermutlich Munition kriegen. Schon halb neun. Ja, egal. Nicht mein Problem. Ah. Aber wie machen es zu deinem Problem, Checken? Ah. Ja, dumm ist aber sicher das Korn ausholen. Yay. Ah, die wird doch geklaut. Oh, da ist jemand. Der ist ja von uns geklaut. In die Gürtellinie oder so. Ah, ist die Munition, Rappi. Mhm, hab schon gesagt. Wir werden schon am Anfang des Levels Munition geben. Turm von Babel! Wir sind unserem Ziel, dem Turm von Babel, jetzt sehr nahe. Unser Portal müsste dort sein. Aber sei vorsichtig, es gibt Legenden über ein Monster, das im Turm leben soll. Es heißt, wer das Monster besiegt, wird mit einer Reise ins Jenseits belohnt. Das Monster scheint das Portal zu bewachen, aber zunächst müssen wir hier rausfinden. Wir befinden uns im Palast von König Thielmun. Und der einzige Ausweg ist die Türe vor uns. Theoretisch können wir auch wieder zurückgehen. Aber es gibt keinen Weg mehr zurück. Es gibt keinen Weg mehr zurück. Okay. Omi,
mega hoch. Oh nein. By the way, erst sieht man schon mal einen nächsten Rohrraum. Direkt im Raum. Warum ist er noch? Alter, sind die viele. Oh nein. Au. Nicht ausweichen, Faker, das ist unfair. Ich kann euch auch nicht ausweichen. Oh, da ein Geschoss reingelaufen. Oh, jetzt einfach nach beim Werfer, ey. Wir werfen langsam. Wow, oh, großes Hühnchen fällt vom Himmel. Let's win, Greasen Chuckons, Halleluja. Ich werde hier gerade von allem Möglichen getroffen. Geht mir genauso. Und mega Rucklauf, du. Ach, du hast ja auch so viel Leben, Rappi. Bei der Information, was du sie auch hast. Tom von Babel, Zeremonienhalle. Das ist die größte Halle im Palast, die Zeremonienhalle. Hier fanden alle größeren Feierlichkeiten und Veranstaltungen statt. Jetzt ist sie versperrt und wir brauchen einen Schlüssel. Ich kann ihn sogar sehen. Er hat die Form einer Statue von König Tilmun und befindet sich in der Mitte des Raums. Holen wir ihn! Das König wird bestimmt keine Falle sein! König Timon, wo ist denn König Pumba? Als Spanferkel geendet. Ja. Bei Obelix. Schön Schreihals. Schreihals. Dann ist noch ein Schreihals. So. Alles hier. Schlüssel gesucht. Ich sehe den Schlüssel. Er steht auf einem Podest in der Mitte der Halle. Hol ihn dir. Sag mir nicht, was zu tun haben sollen. Ah ja, hier ist der Secret. Zeit verschwenden. Drei Munition entdeckt. Hey. War interessante Halle. Zu groß und viele. Oh, Schatte von König Tilmon. Oh nein. Und es hat. Es ist aus Gold. Down. Und es eine ist aus Gold. Goldstatue. Ja, es wird Garrett gefallen. Es funkelt, ich brauche es. Hm. Oh. Ah. Kann man nicht so schnell drehen, kurz wie den Dex. Weiß der schnellste Raptor in der Geschichte der Raptoren. Oh, hinter uns. Ah, das hast du jetzt nicht vorausgesehen, ne? Ja, ich muss auch was für Chicken zum Abknallen lassen müssen. Ja, im Mitleidsgegner. Oh, wie nett. Noch was zum Analysieren, Informations... Umgrat, wie fliegen mir die... Ach nee, das fliegender Typ. Hast du aus, wieso fliegt das Medipack? Was ist ein Gegner? Keine Ahnung, was das für ein Gegner war. Ich habe nur irgendwas Rot-Weißes gesehen. Vielleicht ein Pommes, ja, mit Mayonnaise und Ketchup.